Jeder Krieg ist ein Kriegsverbrechen. Und wir haben nach Ihren Filmen, ich habe den ja schon in Mainz gesehen, ein solcher Film, ich glaube, dass Deutsche einen solchen Film nicht produziert hätten, nicht so gemacht hätten, wie Sie ihn gemacht haben. Es gibt nur Claude Lanzmann, der ja 5 Stunden lang die Opfer nur interviewt hat und sie hat sprechen lassen, die Opfer zum Sprechen gebracht hat. Soviel ich weiß, hat das kein deutscher Filmemacher auf diese Art und Weise gemacht. In Deutschland würde ein Film, wie Sie sie machen, würde dann von einem Wissenschaftler in den Kontext gestellt und würde dann auf den Wahrheitsgehalt der Aussage dann rekurrieren. Das ist eben, weil wir als Land der Täter eben eine andere Sicht haben und diese Sicht der Opfergeneration in Griechenland und der Tätergeneration in der 3., 4. Generation, wir müssen da was tun. Ich bin da eigentlich sehr pessimistisch, dass das passiert. Ich fand den Film total beeindruckend. Und was mich am meisten, gewirkt hat, war, dass die Menschen, und zwar diejenigen, die es miterlebt hat, aber auch die Kinder oder Enkel, dass sie so die Betroffenheit noch heute spürten. Und mich hat am meisten bewegt, auch hinterher in der Nacht, das kannte ich und wusste, aber eben, wie lange das wirkt. Also, und dass es sogar wirkt bei Menschen, die es gar nicht selbst erlebt haben. Da gibt es ja inzwischen auch Forschung in die Richtung, dass es sogar Kinder und Kindeskinder erleben können, die gar nichts davon wissen. Also die Kinder wussten ja noch, aber es kann sogar die Urgroßnichten, Neffen können es noch erfahren. Das fand ich am bedrückendsten. Und das wäre was, was man in der Zukunft, was ich denke, was wichtig wäre, aufzuarbeiten. Sie glauben, dass es ist wichtig, diese Information und die Erinnerung weiterzugeben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass wir eine Zukunft haben, wenn wir uns nicht erinnern. Also, oder die Zukunft, wir haben eine Zukunft, aber wie sieht die aus, wenn wir immer wieder die gleichen Fehler machen? Ich habe das jetzt mit einem polnischen Kollegen gehabt, dass er gesagt hat, ach, die Schüler interessiert das doch nicht mehr. Und ich habe gesagt, nein, das ist mir egal, ob es sie interessiert oder nicht. Sie müssen das wissen, das ist einfach ganz wichtig. Aber ich glaube, die Menschen, mit denen ich zusammen bin, also die, deren Nähe ich suche und mit denen ich befreundet bin, die interessiert das natürlich. Für die ist das ein Thema, nach wie vor. Aber ich glaube auch, dass es bei den Jüngeren nach und nach weniger wird. Ich möchte vielleicht noch einen Satz sagen, vielleicht nochmal zu Ihrem Film, der mich sehr beeindruckt hat und warum er mich beeindruckt hat. In der ersten Phase des Films dachte ich, ich verstehe nicht ganz die Dramaturgie des Films, weil viele Menschen scheinbar das Gleiche sagen oder Ähnliches sagen. Und ich hatte in den ersten 10, 15 Minuten das Gefühl der Redundanz, der Wiederholung. Und dann auf einmal habe ich die Methode, ist mir klar geworden, es ist nicht das Gleiche. Es sind verschiedene Menschen, verschiedene Perspektiven, die die Geschichte erlebt haben, aber aus anderen, von anderen Standorten. Und sie kreisen um ein Ereignis, um ein ganz schlimmes Ereignis. Und ich habe es dann im Laufe des Films, habe ich für mich den Begriff geprägt, es ist eine mikrohistorische Tiefenbohrung, die ganz tief reingeht. Also in der Summe gab es, glaube ich, 23 Todesopfer. Ja. Und am Ende des Films, und deswegen sagte ich, ich war begeistert im recht verstandenen Sinne, weil der Film sehr gut aufgezeigt hat, welche schlimmen Beben und Nachwirkungen und Konsequenzen diese 23 Todesopfer, dieses schlimme Massaker hatte für nachfolgende Generationen auch noch. Und der Film hat sehr gut immer weitere Schichten freigelegt. Er ist immer tiefer gegangen in die Psychologie und in die Natur, in die Persönlichkeit der Menschen, bis hin zu dem älteren Mann, der nachher vor dem Haus saß und immer wieder neu auch erzählt hat oder erzählen musste, was ihm eigentlich gefehlt hat im Leben und was er gebraucht hat, um zu erkennen, ja, wie viel Schmerz noch in ihm steckte. Und das wiederum ist der Teil, der mich erschüttert hat. Dieses Maß an Schmerz, was in den Menschen dann wirklich da
weitergelebt hat und auch immer noch lebt. Das haben wir ja auch erfahren jetzt bei dem Besuch. Η διαταγή λέγει, όποιος συλληφθεί εντός της απαγορευμένης ζώνης για οποιοδήποτε λόγο, θα εκτελείται. Τη νύχτα μας λέει ένας αύριο 9 η ώρα, όλοι καπού. Καπού, εκτελείς. Ακούμε. Πρρρρρ, νιάλπι. Πρρρρρ, ανιάλπι. Και αυτό σκοτώσαμε στον δρόμο από μέσα. Οι ώρες περνούν. Τα άψυχα σώματα των συγχωριανών μας βρίσκονται στο Γουρνόλακο. Όταν ήταν να πάνε να μαζέψουν τους νεκρούς, είχε πάει και η γιαγιά μου και έψαχναν να δει τον άντρα της. Όμως δεν τον αναγνώριζαν, τον είχαν φάει λίγο σκυλιά. Μόνο το στιβάνι του εγνώρισαν μαζί με το πόδι του. Για φαντάσου μια κοπέλα 25 χρονών χείρα. Με το μαντήρι πολύ χαμηλόψινο εδώ κάτω, να μην φαίνονται παρά μονάχα τα μάτια του και τα δάκρυα στο πρόσωπό του. Και θέλω να σας πω ότι ένας που είναι ορφανός έχω μια ευαισθησία με τα ορφανά. Να. Έτσι ασταματώματα δεν έχω άλλο να σας είπω. Also, in Deutschland ist kaum bekannt, dass die Deutschen in Griechenland waren. Wenn wir das sagen, zum Beispiel in der Schule, also die Deutschen waren da und da, haben das und das angerichtet. Wie? Waren wir auch in Griechenland? Waren wir auch auf Kreta? Die wissen das nicht. Und ich bin ja jetzt schon eine Generation, die nichts damit zu tun hatte. Also, meine Eltern, mein Vater war im Krieg, aber ich nicht, also kann mich da überhaupt nicht schuldig fühlen. Und jetzt sind schon zwei weitere Generationen, das heißt, die Vergangenheit wurde totgeschwiegen, auch in Deutschland. Das Einzige, was wir erfahren haben, die Deutschen haben in Polen Böses getan. Frankreich ist noch, weil es die Nachbarn sind. Und dann Russland natürlich. Aber Griechenland, null. Und es geht jetzt eigentlich darum, die junge Generation nicht damit zu konfrontieren, aber denen zu zeigen, was ist passiert, wie ist das gelaufen. Unsere Eltern, ja, haben wir jetzt Schuld oder haben wir keine Schuld? Das ist eine Frage, die ist völlig blödsinnig. Die brauchen wir nicht stellen. Schuld bleibt da bei denen, die sie begangen haben. Bei denen, die Täter waren. Das waren unsere Väter. Aber die Schuld bleibt bei denen. An uns ist es zu wissen, was habt ihr getan? Und wenn wir sehen, wie schrecklich das war, und deshalb ist es wichtig, solche Filme zu zeigen, dann ist man so betroffen, dass man sagt, was kann ich tun, dass das nicht mehr passiert? Und mir ist als Historiker und als Lehrer durchaus bewusst, dass überall da, wo die deutsche Armee, also die deutsche Wehrmacht gewesen ist in Europa und in der Welt, auch großer Schaden entstanden ist und großes Leid. Was mir weniger bekannt war, ist das Leid jetzt hier in Kreta und das Leid in Griechenland. Dass die Deutschen ein Gewissen haben, wie viele Martyrdörfer es in Griechenland gibt. Ein Wissen um die Zahl, das
Ich kann es nicht empirisch messen und bestätigen. Ich befürchte, nein. Und ich befürchte sogar gar nicht. Also null. Gut, was durchaus bekannt ist, wie gesagt, da wo die Wehrmacht war, gab es Verbrechen, das ist bekannt. Und wenn ich weiß, dass die Wehrmacht in Griechenland war und auf Kreta, in Albanien und wo auch immer, dann gab es da Verbrechen. Gab es auch schlimme Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Das ist auch bekannt mit, also in Frankreich, Oradour zum Beispiel und natürlich Lidice und auch die Verbrechen gegen die Jüdinnen und Juden, das ist wirklich bewusst. Der Begriff Märtyrerdorf, den habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gehört hier im Zusammenhang dieser Studienreise. Märtyrer war, kennen wir im Zusammenhang mit Theologie, mit Bibelwissenschaft und mit das schon, aber nicht, sicherlich nicht im Zusammenhang mit Kreta und mit diesen Zerstörungen. In Griechenland gibt es über 700 Martyrdörfer. Anerkannte. 100 sind erkannt, 700 ja. Sind anerkannt. Ich habe jetzt sogar im Zuge der Quellen gelesen, es wären weit über 1000, die auch zerstört wurden oder die sogar zumindest mal starke Schäden bekommen haben, die angegriffen wurden und in denen Zivilisten und Zivilistinnen umgebracht wurden. Ja, also diese Zahl ist, ich denke, die ist nicht bekannt. Was durchaus bewusst sein könnte oder müsste, ist, es gab da auch Verbrechen gegen Zivilisten, weil das im Zweiten Weltkrieg leider überall vorkam, also wo Wehrmacht und SS vorkam. Was vielleicht auch nicht so bekannt ist, hier waren ja keine speziellen Einsatzgruppen der SS, soweit ich weiß, sondern also zumindest nicht, doch eine gab es, es gab eine SS-Gebirgsjägerdivision, aber in der Hauptsache waren das hier Verbrechen der Wehrmacht, also der regulären deutschen Armee. Das war in Osteuropa ein Stück weit anders. Da konnte man das ein bisschen aufteilen. Die Wehrmacht auf der einen Seite und die SS, wobei die Wehrmacht das auch immer schön unterstützt und begleitet hat, aber da war die SS noch stärker an diesen schlimmen Verbrechen beteiligt. Und hier auf Kreta kann man sagen, das war in großen Teilen die reguläre deutsche Armee. Das wäre vor 25 Jahren fast, ich will nicht sagen ein Skandal, das wäre sensationell gewesen. Da gab es eine große Wehrmachtsausstellung in der Bundesrepublik, auf der quasi sich die Nachkriegsgesellschaft zum ersten Mal öffentlich mit der Frage auseinandersetzte, welche Verbrechen hat die Wehrmacht begangen? Die galt lange Zeit als eine saubere Armee, die gekämpft hat im Krieg. Und die Bösen und die Verbrecher, das waren in der Hauptsache die SS-Divisionen. Das Bild passt hier bei Kreta gar nicht mehr. Insofern wäre das eigentlich auch ein gutes Beispiel nochmal, um zu zeigen, wo die Schuld auch überall verankert war. Mein Name ist Christoph Pies, ich bin 1948 geboren. Ich glaube, ich bin in der Gruppe der Älteste und war 1970, war ich hier bei der Bundeswehr die letzten Wochen bei einem NATO-Schießplatz und da sind wir natürlich damals auf den noch etwas rudimentär wirkenden Heldenfriedhof, so hat man damals gesagt, hingeführt worden von unseren Offizieren, von Märtyrerdörfern, von den Verbrechen der Wehrmacht, haben wir gar nichts gehört. Und unsere Offiziere haben sich so benommen, als seien sie in der Wehrmacht. Das war für mich sehr erschreckend. Wie vieles hat sich geändert, seitdem Sie hier waren damals? Von beiden Seiten, meine ich. Man sieht ja auch dann seine eigene Erinnerung verblassen. Erinnerungskultur besteht ja aus ganz vielen Dingen. Und jetzt meine persönliche Erinnerung, als ich gestern in Malmö war, da habe ich mir überlegt, was haben wir damals genau hier gemacht? Es ist in den Kontext gesetzt und mit einigen Formulierungen in den Texten beim Eingang bin ich eigentlich nicht einverstanden, dass man zum Beispiel unterscheidet zwischen den einfachen Soldaten und den Kriegsverbrechern. Ist ein einfacher Soldat, der Handgranaten in ein Haus hier in Griechenland geworfen hat, ist er kein Kriegsverbrecher. Also diese Unterscheidung finde ich nicht glücklich. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass dieser Ort so gestaltet wurde. Und da sehe ich schon eine Entwicklung zum Positiven hin. Viele bezeichnen ja Deutschland als Erinnerungsweltmeister, das würde ich nicht sagen. Und ich komme eben aus der Generation, mein Vater war in Russland im Weltkrieg und hat nie über den Krieg, nie über die Verbrechen der Wehrmacht gesprochen. Er hat immer gesagt, es war so schrecklich, ich kann nicht darüber sprechen.
Das hat mich vielleicht geprägt. Ich wusste nicht, was in Kreta jetzt hier passiert war. Ich wusste wenig von den Verbrechen der Wehrmacht. Unsere Lehrer haben dieses Thema komplett ausgeklammert. Sie haben nicht über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, schon gar nicht über die Verbrechen der Wehrmacht. Sie waren ja selbst Teil dieser verbrecherischen Wehrmacht. Wir hatten Lehrer, die haben von den Schlachten gegen den Iwan gesprochen. Wir hatten Lehrer, die haben uns nachts antreten lassen und stramm stehen lassen. Sie waren traumatisiert. Sie waren teilweise verstümmelt, hatten einen Arm verloren. Und die haben alles verdrängt. Und das ist Deutschland dann auf die Füße gefallen, weil wir das zu lange gemacht haben. Und wir haben in der Schule, und da war ich 20, als ich hier bei der Bundeswehr war, bis dahin nichts gehört. Es gab kein Internet, es gab keine Publikationen darüber. Wo sollten wir uns informieren, wenn nicht die Zeitzeugen gesprochen haben? Und das haben sie nicht. Und damals lebten ja alle noch. Sie lebten noch. So, nun, aber um Ihre Frage zu beantworten, wir haben dann eben mit jüdischen Überlebenden, die eben Opfer gewesen waren, die in Auschwitz waren, in ganz vielen KZ, die haben uns das erzählt, was ihnen widerfahren war. Wir haben das nicht von der deutschen Seite aus gehört. Und das ist bei den Schülern dann auch sehr gut sehr hängen geblieben und das war sehr beeindruckend. Und mit denen sind wir bis heute mit den Kindern und deren Kindern in Kontakt. Und so geht diese Erinnerungsarbeit immer weiter, bis in die dritte, vierte Generation. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind also mit ganz vielen jungen Israelis in Kontakt oder Juden auf der ganzen Welt, die uns dann jetzt die Dokumente ihrer Opas und der Uropas schicken und die wir in Deutschland einsetzen können. Die Dokumente haben wir nicht in Deutschland bekommen. Da gibt es ein Archivgesetz, was uns verbietet, in Archiven zu forschen. Das ist schrecklich. Dalle poria mi vai. Dalle por il meno sao. Ci po seco sta poria un fente paraxi. Παράξενο. Αλλά έχω την ευχή της μάνας. Και δεν φοβούμαι. Mein Problem wäre, dass ich vielleicht gar nichts sagen könnte, weil es mich so, ja, so berührt und so anrührt. Und weil das auch mit viel Scham verbunden ist und mit viel Mitleid, aber auch mit ganz viel Sprachlosigkeit tatsächlich.